Super Quälboy ist wieder da. Los geht's. Wie mache ich das jetzt? Also die springen ja einfach mal so ganz willkürlich durch die Gegend. Genau. Aber ich bin ja ziemlich zuversichtlich, dass wir in diesem Level nicht so lange hängen werden wie in dem vorherigen. Nicht sogar sehr zuversichtlich. Also so wie das eben war, das... Was heißt eben? Was im letzten Mal, beim letzten Mal war. Vielleicht sage ich eben, weil ich den Part eben aufgenommen habe und weil ich jetzt direkt nochmal einen neuen ranhänge, weil das Spiel ist schon so geil, aber es ist halt auch richtig asozial. Wie mache ich das? Ah, verkackt! Okay. Zack, zack, zack. Und rüber. Okay. Nein. Oh, super Scheißboy. Mach doch endlich mal das, was ich will. Nein! Okay, Moment. Alter, das hat beim ersten Versuch mal wieder am allerbesten geklappt. Irgendwie klappt alles immer auf dem ersten Versuch am besten und dann gar nicht mehr. Beziehungsweise irgendwann 10 Jahre später oder so. Ja, ja, genau. Mach ich dann noch ein bisschen krasser, verrückt, krank, kacke im Kopf. Was soll ich dazu sagen zu diesem Level? Was, das fuckt mich schon jetzt ab. Okay, Moment. Und wir sind wieder unten, hätte ich mich gleich sterben lassen können. Wie mache ich das, dass ich da durchkomme? Ohne richtig hart so abzusterben, so. Sage ich leider nein zu dem Spiel. Ja! Ja! Oh, Bandage Girl, endlich. Wehe, da war eine Bandage oben noch. Und dann reiße ich mir alle Arschhaare einzeln raus. Eklig, oder? Diese Vorstellung. So. Okay, sehe ich zumindest jetzt schon mal keine Bandage. Und das sieht mir auch nicht sonderlich schwer aus, wenn ich ehrlich bin. Aber jetzt sage ich es noch und letztendlich heul ich dann rum oder so. Nein! Okay, Moment. Ist aber nicht so schwer, das können wir packen. Und zwar nicht in 10 Minuten, weil ich habe mal geguckt, irgendwie die Stelle am Ende des letzten Parts. Dieses Level hat ja irgendwie über 10 Minuten damit da drin gehangen. Gibt's gar nicht. So. Und weiter geht's. Dürfte keine Bandage gewesen sein. Wow. Das war jetzt WTF. Okay, super Fleisch. Ja, genau, dann. Okay, Moment, wie mache ich das? Dann hängen die Dreckigen da noch eine Bandage. Ich verstehe schon. Ich verstehe schon, wie der Hase läuft. Und was ihr euch hierbei denkt, ist mir aber trotzdem noch schleierhaft. Ach so, man muss ein. Ah. Ach so. Nein! Verdammt! Wieso steht Bandage Girl überhaupt in der Luft? Das würde ich jetzt gerne mal geklärt haben. Also, ich finde das jetzt nicht okay so. Dann kann ich einfach die Gravitationsgesetze außer Kraft setzen in Spielen. Ist gerade richtig mal Gravitationsgesetze? Ich weiß es nicht. Mir egal. Die Bandage ist aber richtig leicht zu bekommen. Oh, und dann springen wir einfach so sauber an ihr vorbei die ganze Zeit. Jawoll. Yes, we can do it. This is fucking, fucking shit awesome. Nee, nicht awesome. Das war nicht awesome, das war kacke. Kacke war das. Ja, genau. Und dann gehe ich da schon. Ne? Ja. Böse, böse, böse. Vor allem zu unlogisch aus, dass es für ein Spiel eigentlich zugelassen werden dürfte, oder? Dass die Lava da so in der Luft rumhängt.
und so unecht aussieht, das ist eigentlich erlaubt in einem Videospiel, aber naja. Ich bin mal ruhig jetzt. So. Man könnte auch ein Gesetz rausbringen, dass Videospiele eine gewisse Mindestlogik haben müssen und... Yes! Was? Okay. Ich verstehe da jetzt nicht, was da drin jetzt so schwer sein soll, aber... Ja, wir sind unten, sag ich mal. Oh, oh. WTF? Er drückt ein Baguette aus dem Rücken. Jo. Und was ich mich jetzt frage, wenn Bandage Girl so gut ist, dass sie super kann, warum hat sie das dann nicht alles gemacht, die Level? Naja, egal. Nicht echt, oder? Naja, wobei, vielleicht gibt's ja noch extra Stages oder so, weil wir haben ja nicht alle Charaktere bekommen. Meat Boy, Bandage Girl und Dr. Fetus. Oh yeah. Und was noch? Kommt noch irgendwas? Special Thanks. Super, ja, kenne ich alle, habe ich alle im Lidl gesehen gestern noch. Mit dem gekuschelt, Gruppenfoto gemacht und sowas. Kennt ihr alle schon. Thanks for playing. Bandage Girl unlocked, super. Expert Character unlocked. Bitte was? Was geht jetzt ab? Was war das jetzt? Oh. Ist das jetzt unser Expertencharakter oder was? However. Ah! Hm. Okay, Moment. Aber habt ihr das auch gerade gesehen? Bei dem Expertencharakter stand schon A+, bei dem ersten Dings. Das kann doch gar nicht sein, oder was? Weiß jetzt nicht, ob die Bandage abgebildet war, die sie gibt, aber es stand A+ da, das verstehe ich jetzt nicht. Aber ich glaube, hier ist es einfach... Okay. Scheiße. Hm. Okay, das muss ich anders machen. Aber so war das doch eben schon mal ganz gut, wenn ich hier einfach hier so runtergehe. Nein! Na, verkackt. So, komm. No, oh. Böse. So, und durch. Da rechts scheint nichts zu sein. Zumindest sehe ich nichts. Vielleicht bin ich einfach nur blind. Und plötzlich ist die Musik wieder so laut hier. Das ist ja richtig ungewohnt hier für so eine Stage, dass man da so weit in der Luft hängen muss. Zum Springen. Und Bandage Girl. War da vielleicht irgendwo eine Bandage? Weil das da gerade irgendwie... Moment. Ah, fuck. Okay, Moment. Also wir starten hier direkt hier drin, oder wie? Ja, wir starten direkt hier drin. Ah! Lol. Ah, was ist das jetzt hier für ein Leuchtstein? Hä? Moment. Voll die Kacke so jetzt erstmal. Was? Wieso ist der... Der, ich hab den letzten gar nicht berührt, Mann. Ach, egal. Na, das ist immer eine Kackstage. Egal. Bitte, sei ganz lieb, Meat Boy. Wir sind doch gute Freunde. Ah, okay, was war jetzt hier? Hä, wieso sterbe ich denn da? Liegt das... Ist da irgendeine versteckte Falle oder was? Steht das jetzt nicht? Jetzt! Weil
wollt ihr mich verarschen oder was? WT fuck. Ganz ehrlich. Och. Ja. Naja, wir kommen ab und zu bis da oben zu diesen komischen Gang mit diesen Leuchtsteinen und dann sterben wir da aber eigentlich immer. Also, ach, ist eigentlich egal, wie weit wir kommen, sterben wir immer irgendwann. Vielleicht muss ich einfach mal das 3 zählen. 1, 2, 3. Nein! 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ja. Warum geht das jetzt? Sagst du, er wollte mich verarschen? Okay, das ist keine Bände. Ach, verdammt. Jetzt muss ich das schon wieder schaffen. Eins, zwei, drei. Was ist los mit euch? Ich verstehe es nicht. Wieso muss ich das nicht verstehen? Ich kann... Ich wette, ihr lacht euch einen ab, weil es so simpel ist. Es gibt da irgendein Dings hinter. Irgendein Muster 1, 2, 3. Liegt vielleicht an den Feuerbällen da unten, dass die vielleicht hier oben auch gezählt werden. Scheiße, das habe ich vergessen zu zählen. Keine Ahnung, ob das überhaupt was bringt. 1, 2, 3. Möglichst wenig den Boden berühren. 1, 2, 3. Hätte ihr... Wollt ihr mich verkacken oder was? Verarschen sagen, aber das habe ich ja schon mal gesagt. Und wenn ich hier alles doppelt sage, dann ist es auch irgendwie langweilig. Vielleicht ist es so, als wenn die Feuerbälle da oben auch. Ich weiß nicht, die sind halt immer gleich wie hier unten. Nix. Hallo, kannst du mal aufhören? 1, 2, 3. Zack. Ich versuche es jetzt einfach mal nach dem Prinzip. Da ist der. Das könnte vielleicht sogar sein. Ich weiß es gar nicht. Ey! Ah, okay. Ja! Genau, wie habt ihr denn gelitten, bitte? Hallo? Bisschen zu stark, würde ich mal sagen. Komm, du gehst jetzt hier durch. Danke. Oh, das Feuer ist jetzt... Hab ich das Feuer jetzt... War das Feuer jetzt unter mir oder nicht? Ich bin der Meinung nicht, aber vielleicht habe ich mich auch wieder vertan einfach, ne? Vielleicht muss ich aufs untere Feuer gucken mit dem unten. Ne, wobei die sind ja immer gleich. Vorsicht, jetzt. Oh, zack. Okay. Jetzt. Was? Ich verstehe es nicht. Ist das irgendein Bug oder sowas? Oder? Symbolisieren diese Steine vielleicht irgendwas aus irgendeinem anderen Level von vorher oder so? Ich weiß es nicht. Jetzt. Und jetzt. Nein, jetzt war das Feuer aber unter mir, ich glaube. Es kann aber auch Zufall sein, jetzt einfach, dass das Feuer unter mir war, in dem Moment, wo ich sterbe und verkack. Zack. Mann, ist die Stage dämlich, so, und drüber. Jetzt war es aber unter mir und ich bin nicht gekrepiert, genau. Ich glaube, ich versuche es wieder mit meiner 1-2-3-Taktik, die eigentlich total sinnlos ist, weil die überhaupt nichts bringt. Aber egal. Damit habe ich sie, glaube ich, schon zweimal geschafft, diese Passage. 1-2-3. Nein, dann laufe ich in den Feuerball rein. Hm? Ah, so ist richtig. Oh yeah. 1-2-3. 1-2-3. Nein, und da falle ich runter und bin tot. Kacke so. Moment, ich bin eigentlich immer gleich schnell hier unten. Da könnte ich ja einfach mal durch rumprobieren, irgendwann versuchen, dass ich die Timing rauszufinden. 1-2-3. Komisch, irgendwie. Zählen geht's häufiger als so durch die Feuerwelle gucken. Jei, okay. Hier kam irgendwo der kleine Böse. Ja, genau. Moment, wie soll ich das denn machen? Boah, ist die Stage zum Kotzen, Alter. Gibt's ja gar nicht.
Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Geht. Komisch. Das muss wahrscheinlich einfach nur Zufall sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man da irgendein Zähltiming rauskriegen kann. Komm runter, du. Du ekelhaftes Schwein, du. Nein! 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 LOL, geschafft! Ja! Moment, was steht da eigentlich immer für Tipp? If all else fails, you can always rage quit. Ja, das ist, hätte im letzten Part viel gebracht, rage quit zu machen. Was ist denn das jetzt? Nee, 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 da muss irgendwas dahinter stecken. Eigentlich ist es so einfach zu Bandage Quit zu kommen, da muss irgendwas. Guck mal, da oben sind ja auch überall Steine, da muss doch irgendwo ein Secret sein, oder? Hä? Da war eine Bandage, wo war dann ein Bandage, bitte? Lol, das ist tatsächlich eine Bandage, die habe ich gar nicht gesehen. Aber schon an den Steinen hier, das erkennt man sowas von. Dass da was sein muss. So gut versteckt wird das jetzt nicht. Wahrscheinlich machen sie es extra mal so, wenn der Hintergrund heller ist, damit man das nicht so sieht. So.